Meine Damen und Herren, wunderschönen guten Abend. Willkommen, wir sind live auf Twitch unterwegs. Ich zeichne auf für YouTube mit einem neuen Stream und einer neuen Mini-Videoreihe, die hier entsteht, auch für die Damen und Herren auf YouTube mit Eleonora von Aquitanien und Britannien und Bolanien, unserer weisen Queen Ellie und ihrem rechten Hand, dem King Webet. Das bin ich. Wunderschönen guten Abend. Dann machen wir eine Runde weiter. Ach nee, wir kaufen einen Siedler. Wir wollten noch Minimum 4 Städte gründen. 2 im Osten, einmal hier, 2 im Westen, einmal dort und einmal hier vorne. Einer der beiden im Westen entsteht in London nach diesem Handwerker, der nächste entsteht danach auch in London. Und hier rechts ist einer demnächst in Bullhammer im Bau, wartet schon in der Warteschlange darauf gebaut zu werden. Und den nächsten kaufen wir, den könnten wir in Portland kaufen. Portland hatte nämlich, glaube ich, einen sehr hohen Nahrungsüberschuss für eine so kleine Stadt. Wir kaufen einen Siedler, schicken ihn hier unten hin und schon haben wir ein schönes kleines Städtchen. Einverstanden? Wir kaufen hier einen Siedler. Da ist er. Und schicken ihn nächste Runde mit Bewachung einmal runter. Wundervollendet Machu Picchu, das ist ein auf der Karte sehr cooles Weltwunder. Leider mittlerweile fertiggestellt, allerdings nicht von den Nachbarn hier. Alles okay? Alles okay, sehr gut. Vielleicht nur eine Stadt im Westen auf der Insel wegen Zugang zu Resis. Ja, also die 4, die wir eingezeichnet haben. Wir können hier noch ein bisschen erkunden und es werden noch eine ganze Reihe von strategischen Ressourcen im Laufe der Zeit freigeschaltet. Und wir wissen natürlich noch nicht genau wo, weil die werden noch freigeschaltet. Und es könnte sein, dass wir irgendwann froh sind, wenn wir noch den großen Subkontinent im Nordwesten aufgedeckt und besetzt haben. Ein leichter Vulkanausbruch. Wer ein Schloss im Nebel sieht, muss dorthin gehen, um den außerordentlichen Träumen zu begegnen. Das brauchen wir alles nicht. Das ist alles für uns hier egal. Das waren einmal die Burgen. Jetzt geht es weiter mit. Hier haben wir ein Eureka. Hier vorne haben wir eines. Da kommen die Ambroschützen. Hier geht es zur Schiffswerft. Da würde ich gerne hin. Ein kleiner Weg über die Maschinen, bitte. Liebe Leute, gibt es im Mittelalter irgendeine Tech? Ich habe gerade keinen Überblick, die so wichtig ist, dass ihr sagt, Mensch, WB, unbedingt den Maschinenbau noch erforschen, weil in einer dieser drei hier, das ist irgendwas super Cooles, was wir auf jeden Fall brauchen. Wie ist das bei euch? Gibt es hier eine Mittelalter-Tech, die hier drin ist, wo er sagt, Mensch, WB, geh noch nicht ein Zeitalter weiter, du brauchst das auf jeden Fall noch. Ansonsten gehe ich in die Maschinen rein. Liebe Leute, begrüßt mal ganz freundlich Jarok. Jarok ist neu bei uns auf Twitch, kommt vorbei. Wie verschenkt man ein Abo? Ganz liebe Grüße an so Fragen. Die anderen coachen dich sicher, aber erstmal herzlich willkommen. Du musst nicht gleich Geld ausgeben, fühl dich bei uns einfach willkommen. Ganz liebe Grüße an dich hier. Wolf, danke fürs erste Abo. Liebe Grüße an dich, Wolf. The Silence hat, da siehst du mal, so werden Abos verschenkt. Jetzt hast du eins geschenkt bekommen, Jarok. Einmal kurz den Gedanken geäußert, ich will was verschenken, zack, wird man selber beschenkt. So schnell kann das hier passieren. Vielen Dank an The Silence. Es dauert hier noch eine ganze Weile. Ich könnte mir vorstellen, wir schicken den hier vorne hin. Denn hier gibt es genug Sachen, die man sich holen kann. Dauert aber sehr lange. Die Siedler schicken wir einmal runter. Mit dem Kollegen wollten wir wohin? Hat ein Bonusdorf aufgedeckt, ne? Das hatten wir aber, glaube ich, mittlerweile aufgedeckt. Er wollte nur noch zurückziehen.
Oder gibt es hier noch irgendwo ein Bonusdorf? Ich glaube, nee, ne? Ich glaube, es hatten wir gemacht. Wir wollten mit dem einfach zurück. Und mit dem Kollegen hier vorne wollte ich dem Siedler hier helfen. Wir können auch keine Sägewerke auf Dschungelfeldern machen. Das ist noch nicht möglich. Warum ich so viele Siedler, ob ich nicht Städte übernehmen wollte? Die Voraussetzung dafür, Städte übernehmen zu können, in sich geruht, ist erstmal, dass man viele eigene, sehr bevölkerungsreiche Städte rund um die Zielstädte hat, damit man die dann anlocken kann. So übernimmt man die. Also die Voraussetzung, das ist wie im Real Life auch. Ja? Also wenn du, sagen wir mal, klauen willst, dann gibt es zwei... Wer sind die Leute, die am effektivsten Geld zusammenraffen können? Vor allem das Geld fremder Menschen. Das sind weniger die kleinen Ganoven, sondern wenn du wirklich viel Geld anderen Leuten abnehmen willst, musst du reich werden. Kapitalist, Unternehmer, darf ich auch sagen, ohne Marxist zu sein, kann man auch so einfach verkünden. Je reicher du bist, je mehr du besitzt, desto eher kannst du auch den anderen Geld abnehmen. Ja, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, so ist das ja auch. Wir können anderen umso mehr Städte klauen, je mehr Städte und je mehr Bürger wir vorher besitzen. Ja, die Welt ist eine ungerechte, nein, Robin Hood ist keine historische Figur, sondern nur eine Legende. Was sollten wir mit dem... gucken, was wir mit dem Kollegen hier anstellen. In zwei Runden können wir hier uns Mais holen. Wir wollten noch die Weltumsegelung versuchen hier, ne? Dem geht's Richtung Westen, aber ich würde lieber den Kontinent hier oben in aller Ruhe aufdecken. Der ist bei uns halbwegs in der Nähe, er hat eine Hügelbeförderung, darauf ist er flinker unterwegs. Ein Bonusdorf aufgedeckt, sehr schön. Ob Gilgamesch eine echte Person war, jein, man weiß es nicht genau. Also, er hatte auf jeden Fall legendäre Züge. Ob es wirklich einen historischen Gilgamesch gegeben hat, weiß man nicht sicher. Es sei denn, man fragt Gilgamesch. Also Gilgamesch würde natürlich sagen, ich bin eine echte Person. Ja. So wie ich zum Beispiel auch sage, ich bin eine echte Person und ich bin nicht jemand, der euch nur über die Bildschirme eingespielt wird und bei dem ihr im Grunde genommen nicht genau wisst, ob ich eventuell ein KI-Avatar bin, eine gut programmierte KI, eine Maschine oder ob ich ein echter WB bin. Das weiß man letztlich nicht genau. Aber ich kann euch natürlich voller Inbrunst sagen, ich bin natürlich ein echter WB und ich bin keine Maschine, ich bin keine Maschine, ich bin keine Maschine, ich bin keine Maschine, ich bin keine Maschine. Einmal reparieren bitte. Ich bin keine Maschine, das kann ich mit Sicherheit sagen. Ja? Alles klar. So, den lassen wir mal links liegen. Und, hier wollten wir wieder zurück. Nach oben hin und dann ein bisschen Sachen erkunden. Genau, und mit den beiden, hier links können wir nicht mehr aufdecken. Schauen wir mal, was es oben so gibt. Liebe Rindkorane, du Rindkorane schreit im Chat, ey Gollum, jetzt Roboter, heute machst du mir Angst, WB. Ganz im Ernst, Rin, du weißt gar nicht, wie oft du mir Angst machst. Ja, lass das mal in aller Ruhe sich setzen. Neid, liebe Dank. Danke fürs 40. Abo an Neid. Danke dir. Veteran hier, liebe Grüße an Neid. Stütze unser Community schon auf vielen Ebenen hier. Ganz liebe Grüße. Apropos, wo ich Neid gerade sehe im Chat, bitte gerne nochmal den Link posten auf unseren Discord-Server. Der hat mittlerweile einen neuen Bot und da kann man viele komische Dinge mit diesem Bot anstellen. Und der Discord-Server wächst und wächst. Auf YouTube gibt es den Link hier drunter, direkt hier drunter in der Textbeschreibung. Der Server wird immer intensiver genutzt. Und wir werden den auch in nächster Zeit vermehrt benutzen für, Achtung, kleiner Spoiler, das Verlosen von Gratis-Keys für Spiele. Die werden in Zukunft nicht nur bisweilen hier oder woanders verlost, sondern auch gerne hin und wieder mal auf dem Discord-Server. Ein Handwerker ist hier vorne. Die Amerikaner entwickeln Skynet. Wir haben WB, meint der Internet-Server. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Handwerker hier vorne. Wir müssen gleich nur gucken, wie lange die Handwerker durchlaufen. Nahrungsüberschuss plus 7. Wir haben schon einen Campus, wir schalten nichts Spannendes frei, kriegen wir noch einen Handwerker fertig. Die 7 Runden sind sehr lange. So viele brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. 7, 4, 7. Soll man die Handwerkerkarte noch länger drin lassen? Komm, wir lassen die mal noch länger drin hier. Was könnte man alternativ hier machen? Wir könnten endlich anfangen mit einer Royal Navy Werft. 3 Nachbarschaftsbonus. Wäre fertig in nur 6 Runden, weil unser Spezialdistrikt, sollte man eigentlich machen, hätten wir im Handumdrehen gebaut, dann einmal ein Leuchtturm drauf, dann gibt es mehr Wohnraum, dann mehr in kurze Wohnraumprobleme und die Möglichkeit haben wir dann für einen Händler. Handwerker ist Quatsch. Wir setzen unseren Spezialdistrikt hier hin. Das sollte uns auch Zeitalterpunkte bringen in den nächsten 6 Runden dann. Dann können wir ins goldene Zeitalter leichter surfen hier. Richtig, was im Chat von Kenny, das ist eine gute Entscheidung, sehe ich auch so, weil wir Richtung Werften gehen. Das ist das Gebäude Royal Navy Werft, Hafen, Leuchtturm, Schiffswerft. Das ist die Baureihenfolge. Das ist Monument in Silver Sea. Wir brauchen hier einen kurzen Wohnraum, der geht mit 8 Runden relativ lange. Hatten wir schon Plätze eingezeichnet für Industriegebiete? Das müssen wir noch machen. Komm, lass uns ein bisschen Marco. Lieben Dank, Richtung Amrum. Danke an Marco. Danke fürs 29. Abo hier. Lieben Dank. Lass uns mal das machen, was wir zuletzt versäumt hatten, nämlich coole Gebiete puzzeln für Industriegebiete. Ja? Im Idealfall, wir wissen noch nicht, ob wir Kohle haben. Bitte im Chat nochmal die Regeln posten und bitte nochmal eine... Ich erzähle euch mal ein Beispiel. Ja? Wenn ihr zu eurer Oma zu Geburtstag eingeladen seid oder die Oma lädt euch ein und ihr sitzt bei der am Tisch zusammen und die hat ganz lecker für euch gekocht. Die gibt sich ganz doll Mühe und tischt euch auf und ihr sitzt alle dann an den Tischen und esst das mit viel Liebe von ihr gekochte Essen. Sie guckt euch liebevoll in die Augen, sie versucht euch eine schöne Zeit zu machen. Würdet ihr euch dann plötzlich zum Sitznachbar drehen und sagen, hey, wisst ihr was, ich war kürzlich bei der anderen Oma. Mann, die kocht lecker. Würdet ihr das machen? Oder würde euch eine innere Stimme sagen, vielleicht habe ich ja doch eher gute Manieren. Im Chat bitte nochmal die Regeln posten und ganz simples Beispiel. So viel zum Thema, ob man in einen anderen Stream reingeht und dort vorschwärmt vom Content anderer Streamer. Ja? Bitte auch nicht umgekehrt. Bitte nicht in meinem Namen woanders rumlaufen, von mir schwärmen. Das ist einfach, ist nicht so cool. Und weiter. Wir suchen uns mal ein Plätzchen für ein Industriegebiet. Knitterjack, danke dir. Ja, ich werde machen. Alles Gute, danke für 4 Jahre Treu und Abo hier. Liebe Grüße an Knitterjack. Und jetzt suchen wir uns ein paar Plätzchen für ein Industriegebiet. Gerne in der Nähe von Schwemmland, weil Staudämme, Aquädukte und so weiter hatten wir schon nicht. Hier haben wir eins schon eingezeichnet, das ist top. Das versorgt Städte in einem Umfeld von 9 Geländefeldern. Also das hier, die Stadt hier vorne auch und hier hinten auch mit Energie. 6 Geländefelder, nicht 9, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, 4 Städte würden von hier aus versorgt werden. Das schreiben wir uns mal dahinter hin. So, und dann schauen wir noch, wie das woanders aussieht. Können wir die alle versorgen? Nee, der wird nicht versorgt von links, das wären 9 Geländefelder.
Also naheliegend wäre für die vier, einen zu sorgen, der dir alle vier mit Energie versorgt. Ich denke mal laut nach, ja? Ich setze mal auf gut Glück hier vorne mal einen Pin hin für ein Industriegebiet. Denkt mal mit mir nach, bitte. Und dann schauen wir mal. Wenn wir hier ein Aquädukt hinsetzen würden und einen Staudamm könnte man hier vorne hinlegen, dann hätte er den dicken Nachbarschaftsbonus. Würde versorgen alle Städte im Umfeld von 6 Geländefeldern mit Energie. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 hier hin. Das wäre drin, das wäre drin, das und auch die Stadt hier vorne. Ja? Das wäre ein möglicher Platz. Der Nachbarschaftsbonus müsste dadurch entstehen, dass wir hier einen Staudamm bauen und ein Aquädukt. Die Reihenfolge, in der man die erstellt, ist eigentlich egal. Ob man oben, unten das baut, das ist eigentlich Wumpe. Das Aquädukt würde man zuerst bauen. Und da das Geländefeld hier unten das potenziell spannendere ist, setzen wir hier das Aquädukt hin. Hier vorne den Staudamm. Hätten hier dann einen 4er Nachbarschaftsbonus nach jetzigem Stand. Das wäre mein Plan. Und dann kann Jetto Space. Ob man eventuell ein Dreieck hier bilden würde, wird im Chat nachgefragt von Bezirken. Ja, dann müsste man ja hier... Ja, man könnte die Weide überbauen mit einem Campus. Der Campus hier unten ist der von hier. Der hier wird von der Stadt hier vorne. Könnte man machen, aber das Dreieck gibt dann dem Industriebezirk auch nicht höhere Erträge. Weil da hat man schon zwei und man müsste die coole Weide überbauen. Und die würde ich ungern überbauen, weil wir ein Pantheon haben, das Weiden plus 1 Kultur gibt. Also ungern. Aber das würde schon mal auf jeden Fall funktionieren hier. Ja? Und der versorgt dann 4 Städte mit Energie. Das hätten wir gemacht. Die einzige Stadt, die jetzt nach jetzigem Stand nicht versorgt wären, oder die einzigen, wäre der Garten Eden und hier oben ein Bullen. Oh, die Stadt hier links auch nicht. Das sind 7 Felder entfernt. 1, 2, 3, 4. Oh, das sind nur 3 Städte, die hier versorgt werden. Dann müsste man die beiden doch sowieso ohnehin noch versorgen. 3 hier. Und die beiden gemeinsam mit. Ein Aquädukt. Ah, da ist ein Handelsdistrikt geplant. Könnte man das vielleicht so machen? Ich setze mal die Pins und dann erläutere ich das mal. So könnte man das setzen. Das ist ein Hafen, das ist ein Handelsdistrikt daneben, das ist das Industriegebiet. Neben dem Industriegebiet würde hier vorne stehen ein Aquädukt, kann man nur setzen neben die Stadt. Aquädukt gibt plus 2 Nachbarschaftsbonus hier drauf. Hier vorne irgendwann der Staudamm. Ein Staudamm muss auf Schwemmland stehen und braucht von ein und demselben Fluss mindestens 2 Geländefelder, die ihn umgeben. Das ist hier der Fall. Davon käme nochmal ein 2er Nachbarschaftsbonus und dann hätte man 4 Bezirke drumherum, nämlich die Stadt, den Handelsdistrikt, das Aquädukt und den Staudamm. Und dadurch hätte man dann nochmal für je 2 Bezirke einen Nachbarschaftsbonus, also 6 in Summe. Man würde versorgen 2 Städte damit, nämlich die Stadt und die im Norden. Siegevariante steht noch nicht fest, lieber Tony. Habe ich so richtig erklärt, ne? Man kann keine Bezirke auf Schwemmland bauen beim Industriebezirk. Gehen wir mal gucken, ob das stimmt. Gehen wir mal gucken, ob das stimmt. Ja, doch.
Wo steht das denn da? Wo steht denn das hier, dass man keiner auf Schwemmland setzen kann? Weil wäre mir neu und ich kann es hier auch nicht finden. Der letzte Satz. Welcher letzte Satz? Wenn man nach Bezirk sucht, der letzte Satz. Ah, okay. Das war vor Gathering Storm so, das ist veraltet. Alles klar. Danke für die Aufklärung an Simoxius. Das war also mal vor einer Erweiterung vor längerer Zeit. Das heißt, das hier stimmt auf jeden Fall. Hätte mich auch sehr gewundert, weil wir setzen seit vielen, vielen Jahren furchtbar gerne Industriebezirke auf Schwemmland. Es geht genau, es gibt einen Stadtstaat, der den Bonusbereich erweitert. Der ist aber im Augenblick, Meisterwuschel, nach meiner Erinnerung noch nicht aufgedeckt hier. Ist das nicht Mexiko? Den bilde ich mal ein. Nee, doch hier. Das ist der Stadtstaat Mexiko und den haben wir bislang nicht aufgedeckt. Vielleicht gibt es den auch nicht. Jetzt haben wir alles eingeplant, einmal kurz abgespeichert. Jetzt haben wir ein Industriegebiet, zwei. Wir könnten den jetzt auch schon mal vorziehen, bevor die Stadtmauer kommt. Oder, wisst ihr was, wir sollten mit der Royal Society anfangen. Mit der Royal Navy Werft, Entschuldigung, weil die geht sehr schnell. Damit würde ich jetzt anfangen. Einmal hier überbauen, bitte. Stadtmauer lassen wir raus. Wir checken mal, ob wir die nicht irgendwo Monumenten auch zu Ende. Achte, den Monument platzieren wir schon einmal. Ja, das ist ein sehr cooler Nachbarschaftsbonus für den Campus-Distrikt. Mal gucken, was wir da von den beiden nachher machen. Hier in London hatten wir einen Siedler. Danach wollte ich noch einen Siedler einstellen. Royal Navy Werft ist platziert. Einen Siedler hatten wir eben auch besprochen, warum der hier drin ist. Und hier vorne sollte der Handwerker, glaube ich, rudern. Und dann könnten wir hier einen Campus-Distrikt hinsetzen. Wie lange würde der dauern? 23 Runden. So, aber den Aroden haben wir auch einen weiteren Bürger. Oder nutzen wir das Feld im Augenblick? Im Augenblick ist es ein cooles Feld, ja. Aber die Nachbarfelder sind auch cool. Wir können das machen. Die Stadt zählt auch als Bezirk. Genau, allerdings nicht als Spezialbezirk. Campus? Hier vorne hin? Ja, machen wir. Das heißt, wir roden hier ins Leere hinein mit dem Handwerker. Die Erträge. Setzen hier den Campus hin. Und der ist dann in nur 17 Runden fertig. Stadtmauer lassen wir mal. Brauchen wir im Augenblick nicht. Wie haben wir die Produktion hier eingestellt? Und hier hinten ist das Monument im Bau. Das ist gerade mal frisch angebaut. Ich würde sagen, das können wir uns gleich auch leisten. Oder wir kaufen noch einen Siedler. Ich würde sagen, wir leisten uns das. Das ist, glaube ich, für 300, 240 gekauft. Das können wir jetzt auch kaufen. Dann bekommen wir schlagartig zwei mehr an Kultur. Da könnten wir hier auch einen Bezirk bauen. Zum Beispiel die Royal Navy Werft hier unten oder was auch immer. Ich kaufe mal das Monument. Und was würdet ihr jetzt bauen? Wir können auch das Feld hier kaufen und mit dem Industriegebiet anfangen. Aber es hat im Augenblick keinen Nachbarschaftsbonus. Das Aquädukt zu bauen, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Das Aquädukt kommt erst hier. Das können wir auch mal schnell schon mal machen. Royal Navy Werft, nur zwei Nachbarschaftsbonus neben der Stadt. Ich würde es machen. Hierhin, dann hätten wir ein Dreieck von Bezirken. Oder hier, dann haben wir das Dreieck da, sobald das Aquädukt steht, dann wird die Royal Navy Werft geboostet. Mit plus 1. Okay.
Und ein weiterer Handwerker. Brauchen wir den hier links unter Umständen? Hier ist ein einer Handwerker. Wir könnten hier unten nochmal einmal die Trüffel sich holen. Wir haben 4 Fortbewegungspunkte dank einer Widmung. Und jetzt könnten wir noch einmal Trüffeln verkaufen. An wen auch immer. Ich glaube, wir haben schon mit irgendjemand einen Trüffeldeal. Im Augenblick verkaufen wir einen Trüffel an Genghis Khan. Versuchen wir es mal mit Gilgi. Trüffel stehen nur einmal drin. Wir haben die aber de facto doppelt, weil wir auch von einem befreundeten Stadtstaat Trüffel bekommen. Ein Gold. Er hat Trüffel auch oder braucht sie nicht. Dann fangen wir einmal bei Hedwig. Die ist pleite. Also hat nicht genügend Geld. Menelik. War das nicht der so versessen war auf Luxusgüter? Der ist im Augenblick auch pleite. Wahrscheinlich haben wir ihn ausgenommen hier. Der hat selber Trüffel. Und das war's. Dann sind das unsere Reservetrüffel, falls der Stadtstaat Dingelskirchen. Johannesburg, falls wir da irgendwann nicht mehr so zerrennen sind. Da bekamen nämlich die Trüffel her. Oh, ich würde sehr gerne nochmal 2 Gesandte irgendwo reinpacken. Wir wechseln daher nochmal die Politikkarten aus und nehmen für eine Runde die grüne Politikkarte rein, mit der erste Gesandte doppelt zählt. Ja? Okay? Die Aquädukte, die geben keinen Wohnraum, auch dann, wenn wir an Flüssen sind, aber nicht sehr viel Wohnraum. Die geben nur +2 Wohnraum, ansonsten +6. Aber die werden hier ganz hübsch, um die Schiffswerft und die Industriegebiete zu boosten. Mit dem Nachbarschaftsbonus. Priorität haben die aber in einer Stadt, die schon über Trinkwasser verfügt, definitiv nicht, Meisterwuschel. Das stimmt.